Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über das Looping-Hochfahrgeschäft Der fliegende Hai aus dem Hansapark in Sexdorf. Erlebt unter anderem hier in diesem Video interessante Offride-Aufnahmen aus dem Jahre 1997 und hört dazu die vier starken Motoren des Rangers. Dazu gibt es wie immer Zahlen, Daten, Fakten dieser Anlage aus dem Hause Huss, die immer noch aktuell für zuverlässige Kopfstände an der Ostsee sorgt. Also bleibt dran, wenn ihr auf 7 Loopings hintereinander steht, und bis gleich. Looping, hey! Willkommen zurück! Der Fisch, mit dem es nicht jeder aufnimmt, denn 7 Himmelfahrten und Höllenstürze hintereinander ist nicht jedermanns Sache. Daher gilt: Bangen, beben, sich trauen. So zumindest beschreibt der Hansapark in Sexdorf die Attraktion Der fliegende Hai. Ist etwas ungewöhnlich, die Beschreibung, aber egal. Ja, Der fliegende Hai ist ein Hochfahrgeschäft des Herstellers Huss aus Bremen. Und man findet die Anlage im Hansapark direkt vor der Achterbahn Crazy Mine, beziehungsweise neben dem Indianerdorf. Und die Überschlagschaukel wurde als, ich sag mal, weißer Hai thematisiert und passt sich somit ganz gut ins maritime Hansapark-Theming an. Alleine schon die hübsch bemalte Gondel vom fliegenden Hai lässt so ein bisschen vermuten, dass die Fahrt eher etwas für Adrenalin-Fans ist. Denn während der Fahrt im Hai geht es 7-mal kopfüber in atemberaubender Geschwindigkeit. Und zusätzlich wird man hier noch 2-mal einige Sekunden in der Höhenmitte stehen gelassen, was natürlich sehr magenfreundlich ist, ne? Ein ganz interessantes Gefühl, sollte jeder mal testen. Ja, in ca. 12 Metern Höhe befinden sich 4 mit jeweils 90 kW behafteten starken Motoren, die für den Antrieb des fliegenden Hais sorgen. Und der Schwungarm ist am Mittelpunkt mit den Motoren verbunden und erreicht einen Drehdurchmesser von 26 Metern. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen bezüglich des Ranger Sounds, der, wie ich finde, absolut Musik in meinen Ohren ist. Ich finde den einfach nur geil. Aber leider hat der Hansapark sich dazu entschlossen, die Motorengeräusche etwas zu dämpfen, indem der komplette Motorblock mit schallschluckendem Schaumstoff ummantelt wurde. Und so damit konnte man eben erreichen, dass die Geräusche so ein bisschen gedämpft werden. Ja, hätte ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, ich finde den Sound einfach nur cool, aber nicht jeder Freizeitparkbesucher ist natürlich Fan davon. Und naja, was schade. Ich würde sofort den Schaumstoff entfernen und abreißen. Das muss man einfach hören, die Motorengeräusche. Egal. Kommen wir so ein bisschen mal zu den technischen Details vom fliegenden Hai. Schauen wir mal drauf. Also, Hersteller ist die Firma Huss aus Bremen. Fahrgeschäftstyp haben wir hier einen Ranger. Baujahr ist 1991. Die Grundfläche, wir haben hier 20 x 15 Meter. Gesamthöhe beträgt 26 Meter. Wir haben hier 8 Umdrehungen pro Minute, maximale Geschwindigkeit. Zur Leistung, es gibt 4 Motoren a 90 kW. Die Gondel hat allein ein Gewicht von 65 Tonnen. Personen pro Fahrt können 40 dran teilnehmen. Und zur Personenkapazität ergibt 1400 Personen pro Stunde. Und das war's auch schon. Und ich habe schon wieder den Punkt nicht gelesen. Egal. Ja, die nun gleich folgenden Aufnahmen stammen vom 18. Oktober 1997, also schon ein bisschen her. Und was gibt's zu sehen? Also interessante Offride-Aufnahmen und besonders, interessant, ich hoffe auch für euch, man hört wirklich die Motorengeräusche des fliegenden Hais, was für eine Kraft dahinter steckt, ist absolut, beeindruckt mich einzig immer wieder. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drüber. Also schön jetzt die Lautsprecher aufdrehen und scheiß auf die Nachbarn, egal, was muss gehört werden. Ja, am Ende des Videoclips sehen wir uns natürlich nochmal wieder zu meinem persönlichen Fazit zum fliegenden Hai. Dann habe ich nochmal eine Frage an euch und wir kommen zum Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe, sprich, dann kommt ihr nochmal zu Wort. Aber nun würde ich sagen, geht es 7-mal kopfüber in atemberaubender Geschwindigkeit. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Thank you.
dieser Ranger-Sound ist einfach nur geil. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Es ist einfach nur cool. Egal. So, meine persönliche Meinung zum fliegenden Hai. Ich bin die Anlage 1992 das erste Mal gefahren. Ich war da mit der Family da und meine Tante und meine Schwester sind mit dem fliegenden Hai zuerst gefahren und waren begeistert, haben gesagt, Mensch, absolut cool, komm doch mal mit. Und da habe ich gesagt, nee, weil da merkt man ja, dass man über Kopf steht, weil das Ding so langsam geht und nee, lieber nicht. Aber irgendwann haben sie mich doch überredet, bin ich da mitgefahren das erste Mal. Und was soll ich sagen? Absolut grauenvoll das erste Mal. Also ich habe nur die Augen zugemacht, nach unten geguckt, weil man merkt natürlich, dass man über Kopf steht. Und das war für mich echt eine Qual das erste Mal. Und da habe ich mir nach der Fahrt geschworen, oh, nie wieder fahre ich damit, aber ich war ja noch jung. Und dann bin ich glaube, ein, zwei Jahre später wieder damit gefahren. Man war ja cool. Na, dann hieß es natürlich dann auch so in der Freundeskreisumgebung, oh, du fährst fliegende Hai, oh Gott, oh, bist du cool. Ah, ist kein Problem für mich. War natürlich aber so ein bisschen anders. Aber ja, da hat mir das angefangen auch so ein bisschen Spaß zu machen. Ja, war irgendwie cool. War zwar in der Magengegend immer so ein bisschen unangenehm, weil die Sicherheitsbügel, der kommt ja auf einen zu und drückt so ein bisschen auf den Magen, ist so ein bisschen, aber die Fahrt an sich selber hat echt wirklich Spaß gemacht. Nur wenn man zu lange über Kopf steht, denn das ist nicht so mein Fall. Aber steht man ja nicht, weil da im Hansapark wird ja auch ein Automatikprogramm abgefahren. Von daher immer dasselbe, also alles gut. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ich bin das letzte Mal, ich glaube letztes Jahr, bin ich nochmal fliegende Hai gefahren. Und ohne Scheiß, also eine Runde und ich hatte die Schnauze voll gehabt. Echt ohne Scheiß. Nach 7 Mal kopfüber, was ja nicht viel ist, ne? Aber danach war mir echt schon, also da habe ich schon gemerkt, oh, mir ist ein bisschen übel. Also, ja, man wird eben alt, ne? Tja, was soll ich dazu sagen? Aber allein zur Gestaltung vom fliegenden Hai finde ich wirklich cool gemacht, also vom Hansapark. Allein auch schon die Gondelbemalung, also mit dem Hai, dieses, ja, so ein böses Gesicht, sag ich mal, drauf. Ist geil gemacht. Also mir gefällt's. Vielleicht hätte man noch mal so ein bisschen die Umthematisierung, also die Häuser, die da stehen, als Fischerdorf oder irgendwie so thematisieren können. Das hätte ich mir vielleicht noch mal ein bisschen gewünscht. Aber gut, das ist so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, kann man sagen. Nö, eigentlich nicht. Also man kann das noch mal so ein bisschen als Fischerdorf ein bisschen animieren oder ein bisschen thematisieren. Würde ich mir vielleicht noch mal wünschen. Aber es wird ja auch schon so ein bisschen gemunkelt, dass der fliegende Hai so langsam gegebenenfalls auch abgebaut werden könnte. Die Gerüchteküche brodelt so ein bisschen. Wäre echt super schade, aber naja, ich habe schon hier und da mal was gelesen, speziell Ersatzteile und bla bla bla. Ich hoffe mal nicht, oder ich hoffe, dass der Hansapark den fliegenden Hai noch lange betreiben wird. Wäre auf jeden Fall schade, wenn er entfernt wäre, weil ich, wie gesagt, der Ranger Sound ist einfach nur geil, ne? Also es ist einfach nur cool, ich mag sowas. Ja, von daher, wenn ich jetzt die Schulnote geben müsste, dann würde ich dem Hai eine 2 geben. Ja, eine 2. Warum keine 1? Naja, Aktion Fischerdorf. Nein, wegen der Fahrt, die ist ganz cool, aber wie gesagt, die drücken so ein bisschen. Aber ich bleibe dabei. Also ich würde den fliegenden Hai, wenn er dann weg wäre, absolut vermissen. Aber für eine 1 reicht es nicht ganz. Also wie gesagt, eine gute 2. Ja, und dann habe ich natürlich mal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung zum fliegenden Hai im Hansapark? Welche Schulnote würdet ihr dieser Anlage geben? Und dann nochmal die Zusatzfrage. Würdet ihr den fliegenden Hai vermissen, wenn er nicht mehr im Hansapark wäre? Tja, ganz interessant. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare hier unten unter diesem Video auf YouTube, Facebook, Google+. Und nehmt auch gerne mal an der interaktiven YouTube-Umfrage teil, wenn ihr dieses Video jetzt auf YouTube und Google+ seht. Die blende ich euch jetzt mal hier oben rechts ein. Bin ich ganz gespannt, wie ihr da abstimmen werdet. Und ja, die ein oder anderen Kommentare werde ich natürlich wie gewohnt in der übernächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um den Take-Off der Firma Rüth und Rasch. Und da habe ich euch einmal gefragt, wie ist eure persönliche Meinung zum Take-Off? Welche Schulnote würdet ihr dieser Anlage geben? Und dann habe ich euch noch gefragt, welches Huskarussell bevorzugt ihr, nämlich Flipper oder Take-Off? Und wenn ich mir jetzt so das Umfrageergebnis anschaue, wir haben einen Sieger. Und zwar der Flipper haben 61% gestimmt und für den Take-Off waren es 38%. Ja, kann man mal sehen.
Also ich glaube, ich würde mit Take-Off stimmen. Aber aus Grund dessen, weil Flipper finde ich nochmal eine Nummer härter von der Übelkeitsrate her. Also ich kann Flipper überhaupt nicht fahren, weil da wird mir nach einer Runde sowas von kotzübel. Bei Take-Off wird mir zwar auch so ein bisschen übel, aber Flipper ist, glaube ich, nochmal eine Nummer härter. Aber ist schon die Fahrt, denke ich mal, abwechslungsreicher, das stimmt schon. Ja, ich habe natürlich auch wieder fleißig kommentiert. Sehr, sehr cool. An dieser Stelle schönen Dank dafür. Und zwar hat zum Beispiel auf YouTube der Mr. Monster Yama, der hat geschrieben, der Take-Off von Rüth war mein erstes richtiges Fahrgeschäft nach dem Cortina Bob von Mack. Und ich habe ihn damals optisch als eher harmlos eingeschätzt. Kann man mal sehen, ne? Als ich dann fuhr, war ich von der Kraft dieser Maschine total überwältigt und sie weckte so ein wenig mehr Liebe zu den Hussgeschäften. Oh. Ich würde dem Rüth Take-Off eine gute 2 geben. Er hat mir optisch nie entsprochen, aber die Fahrten waren immer super in Preis-Leistung und ich bin sehr, sehr, sehr oft damit gefahren. Die Frage, ob Take-Off oder Flipper, ist für mich eine schwierige, da die Geschäfte, wenn sie auch ähneln, grundverschieden sind. Der Take-Off ist eine totale Kraftschleuder, die allerdings auf Dauer auch etwas eintönig sein kann, dafür aber super kuschelig bequeme Sitze und Bügel hat und einfach immer wieder beeindruckt. Flipper ist ein tolles Geschäft, weil es abwechslungsreich betrieben werden kann. Ein guter Flipper wird nie langweilig. Ja, da stimme ich dazu, das stimmt. Wer dann auch schon mal Highspeed-Fahrten bei Playball oder Maze Flipper erlebt hat, der weiß, dass diese Anlagen richtig, richtig Bums haben und auch ziemlich extreme Kräfte erzeugen können. Ja, da stimme ich dir zu. Leider erzeugen sie bei mir aber vor allem blaue Flecken. Ja, und bei mir kotzübel Flecken. Du siehst, ich werde mir da nicht so recht einig. Beeindruckend ist die Technik beim Take-Off, der ja unter anderem für jede Gondel eine eigene Typ-Act-Steuerung hat. Ja, da bin ich überfragt, aber kannst mal sehen. Vergleichsweise ein Breakdance hat nur 2, Hauptantrieb plus Kreuze. Man merkt, hier sind nur Profis am Werk, ne? Also sehr, sehr cool, da lernt man noch was dazu. Auf meiner Facebook-Seite I Love Huss gibt es auch einige interessante Backstage- und Technikaufnahmen von Flipper und Take-Off. Auch aus den Schaltschränken. Sehr interessant, Mensch. Ja, Mr. Monster Yama, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und sehr geil. Ich habe mir auch mal die Facebook-Seite von dem lieben Mr. Monster Yama angeschaut. Und zwar I Love Huss. Erreicht ihr, ist wirklich sehr, sehr geil, erreicht ihr unter facebook.com/ilovehus. Schaut definitiv mal rein, weil hier sieht man eben, oder die Seite befasst sich mit sämtlichen Vergnügungsanlagen des Kultkaus oder der Kultkarussellschmiede Huss aus Bremen. Und ihr findet da Bilder, Videos von Huss-Klassikern, zum Beispiel Magic habe ich gesehen, Devil Rock, Breakdance, Take Off. Schaut definitiv mal rein, gebt ein Like oder stützt ihn, liked ihn, also sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf Facebook. Wer hat denn da geschrieben? Der Sebastian Koloff. Der Take-Off von Rüth und Rasch war das erste Geschäft dieser Art, welches ich damals auf der Rheinkirmes in Düsseldorf gefahren bin. Damals fand ich das Geschäft sowohl optisch als auch von der Fahrt erstklassig und ich bin sehr oft damit gefahren. Ah, auch ein Stammfahrer. Leider habe ich dieses Geschäft dann nicht mehr gesehen, stattdessen aber die Geschäfte von Rupert sowie den Booster von Arendt. Beim Booster habe ich das Gefühl, dass die Fahrt noch etwas krasser ist und die G-Kräfte ordentlich auf die Brust drücken. Oder ich werde allmählich einfach zu alt dafür. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Kenne ich das Problem. Diesen krassen Druck beim Booster empfinde ich als sehr unangenehm. Die schnellen Rotationen an sich finde ich super. Als Schulnote für den Take-Off von Rüth und Rasch, den ich da von damals in Erinnerung habe, gebe ich eine 2+. Wirklich ein tolles und attraktives Geschäft. Zwischen Take-Off und Flipper bevorzuge ich ganz klar den Flipper. Ich finde die Fahrt dort super geschmeidig und angenehm. Oh, angenehm. Der Take-Off dagegen ist, wie du schon sagtest, etwas anstrengend, wenn es zu lange geht. Ja, finde ich beim Flipper allerdings auch. Aber sehr, sehr cool, lieber Sebastian. Vielen Dank für deinen Kommentar. Sehr ausführliche Meinung. Finde ich immer sehr interessant, das zu lesen. Sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf Google+. Der German Funfair.
Ich bin den Take-Off von Rüd unter dem Air-Ride-Design auf dem Hamburger Frühlingsdom 2013 fast gefahren, denn als ich am Take-Off ankam, war er leider defekt. Das ist natürlich ärgerlich. Dafür konnte ich endlich das erste Mal Take-Off auf dem Oldenburger Kramermarkt 2015 fahren. Dort ist immer der Take-Off von Langenscheid. Die Fahrt hat richtig Spaß gemacht und das Fahrgeschäft wird super gepflegt. Die Beleuchtung ist mit Farbwechsel-LEDs an den Gondeln und dem Mittelbau auf dem neuesten Stand. Für den Take-Off von Langenscheid werde ich im Sommer auch eine fast dreistündige Zugfahrt nach Wilhelmshaven auf mich nehmen, denn man weiß ja nie, wie lange diese großen Maschinen uns noch erhalten bleiben. Boah, 3 Stunden für einen Take-Off, also Respekt, würde ich persönlich nicht machen. Aber gut, das sind wahre Fans, ne? Finde ich gut. Bei der Abstimmung habe ich mich aber für den Flipper entschieden, da die Fahrt durch frei rotierende Gondeln abwechslungsreicher ist. Aber nur der Flipper von Maze, sprechen wir das Mess aus oder Maze, ist für mich besser als ein Take-Off. Die anderen finde ich von der Fahrt und vom Design nicht so gut wie einen guten Take-Off. Geben würde ich dem Take-Off eine 2+. Ja, vielen Dank, lieber German Funfair. Auch hier wiederum, man merkt so ein bisschen, die Mehrheit ist einfach für den Flipper, weil es stimmt schon, wenn der Flipper hat eben freischwingende Gondeln und somit ist die Fahrt schon ein bisschen abwechslungsreicher, aber auch, denke ich mal, kotzintensiver. Ja, vielen Dank für eure Kommentare, sehr, sehr cool. Ich habe mal wieder alles durchgelesen, finde ich immer sehr geil. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google+, hier oben rechts, oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Gleich im Anschluss gibt es wie immer die Outtakes und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint wie immer pünktlich am kommenden Montag um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao! Denn 7 Himmelfahrten und Willkommen zurück, also bleibt dran, wenn ihr auf 7 Mal Loopings hintereinander... Boah, ist das scheiße!